Den Menschen auf der Iberischen Halbinsel macht die extreme Hitze an diesem Wochenende weiter schwer zu schaffen. Bis an diesem Sonntagnachmittag fallen die Temperaturen nicht unter 40 Grad. Heiße Winde aus Nordafrika brachten auch Wüstensand in die betroffenen Regionen. Besonders trocken und heiß war es mit bis zu 47 Grad in Mittelportugal und auf der anderen Seite der Grenze in der Extremadura, wie in Badajoz. Es ist so heiß hier, man kann noch nicht mal rausgehen. Ehrlich gesagt ist Hitze gut fürs Geschäft, aber auch nicht zu viel davon. Die Leute können das heiße Wetter nicht ertragen und setzen sich deshalb nicht nach draußen. Als ob wir in der Sahara wären oder noch schlimmer. Noch schlimmer oder heißer ist es im portugiesischen Santarém. Wärmer war es in Europa in der Vergangenheit nur 1977 in Athen mit 48 Grad. Diese Temperaturen sind einfach nicht normal. Typisch sind hier 40 oder 41 Grad im Sommer. Ich trinke die ganze Zeit jede Menge Wasser. Das muss man an heißen Tagen unbedingt machen. Ich bleibe im Schatten und gehe kaum in die Sonne. Auch im benachbarten Frankreich spielen die Temperaturen verrückt. An diesem Wochenende hat traditionell die zweite Reisewelle begonnen. In mehr als 700 Kilometern Stau schwitzten die Urlauber am Samstag auf den Autobahnen.